Harte Zeiten brechen für BMW-Fahrer tatsächlich mittlerweile an. Der neue 1er BMW steht beim Händler und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt setzen wir noch mal eins drauf. Das Video zum BMW 118i, wie die Basis sich fährt, das könnt ihr euch jetzt mal oben rechts anschauen. Aber die Basis ist ja das eine. Wie fährt sich das Topmodell? Das ist die andere Frage. Und jetzt steht er hier, der BMW M135i mit xDrive. Und er ersetzt den BMW M140i xDrive. Hartes und schweres Erbe in meinen Augen. Das schauen wir uns heute an. Kann er das Erbe wohl antreten oder aber sind die Fußstapfen des M140i für den Wagen hier zu groß? Und damit herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute mit dem M-Performance-Modell aus dem Hause BMW. Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Äußeren vom BMW M135i. Und was sehen wir als erstes? Was macht das M-Performance-Modell hier optisch anders als die normalen Derivate? Das ist natürlich hier die Niere, die hier eingefasst ist in einem silbern satinierten Metall. Dann haben wir diese silbernen satinierten Elemente, ziehen sich auch hier am Air-Curtain entlang. Und wir haben silberne Außenspiegelkappen. Des Weiteren haben wir hier noch die Einlässe, die hier ein bisschen anders designt sind. Der M135i ist 4,31 Meter lang und damit genauso lang wie seine normalen Brüder. Er steht jetzt hier übrigens auf 18 Zoll Reifen mit der BMW M Performance Bremsanlage. Entschuldigung, die M Sport Bremsanlage. Das ist die hier mit dem blauen Sattel. Hier sind natürlich noch Winterräder drauf. Wer gleich zu Beginn natürlich sagt, ja, was ist das hier für ein Auto? Es ist natürlich ein Mietwagen. Der Wagen ist aber quasi neu und mit weniger als 2000 Kilometern unterwegs gewesen, als ich ihn übernommen habe. Es gibt auch keine Schäden. Das heißt also, wir haben hier ein durchaus wettbewerbsfähiges Fahrzeug, um es euch hier genau vorzustellen. Am Hintern des M135 gibt es auch natürlich optisch ein absolutes Highlight. Das ist die Abgasanlage, die zweiflutig ist. Das schaut ganz gut aus. Das sind auch ordentliche Durchmesser, die wir hier haben. Am Heck natürlich der Schriftzug M135i und links das xDrive für den Allradsantrieb, der serienmäßig ist. Ja, des Weiteren natürlich auch noch hier die Elemente. Wie jedes M-Modell hat man hier noch solche angedeuteten Luftauslässe, wobei die hier jedoch natürlich fake sind. Das ist alles so ein bisschen nur Design-Spielelemente. Mir gefallen die Rückleuchten hier sehr, sehr gut. Den Modellschriftzug hat man auch wieder in diesem satinierten Metall gehalten. Ja, da fehlt sich nichts. Hinter der Heckklappe befindet sich dann ein Kofferraum, der wie bei den anderen Modellen auf alle Fälle denselben Stauraum bietet. Offiziell sind dies 380 Liter Stauraumvolumen. Wenn wir die Rückbank umlegen, dann haben wir 1200 Liter. Der ist angenehm breit, da passt auch viel rein. Wie wir sehen, hier mal eine Reisetasche und noch eine Jacke. Das heißt, Koffer oder Kinderwagen passen da ganz gut hinein. Mir gefällt auch dieser Edelstahlaufsatz hier für die Ladekante. Natürlich, Plastik ist hier nicht geschützt, das ist ein bisschen schade. Hier hat man übrigens die Durchlademöglichkeit, die optionale, genommen, sodass wir tatsächlich hier die Rückenlehne im Verhältnis 40, 20, 40 umlegen können. Das heißt, der mittlere Teil kann ganz normal umgelegt werden. Die Ladefläche ist nicht ganz eben, wenn wir umlegen. Es gibt hier noch das Gepäckraumpaket mit Zurösen, die da drinnen sind. Und aber hier auch noch so Gummibänder. Und hier rechts haben wir auch noch mal ein Band. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was sich hier so auf der Rückbank getan hat. Auf der Rückbank mache ich es mir mal ganz kurz für euch da draußen
bequem hier im M135i. Ich sitze mit meinen 1,78 und etwas korpulenterer Struktur durchaus sehr angenehm hier. Die Sitzschale, die hier in Hartkunststoff ausgefüllt ist, ist tatsächlich so ausgeformt, dass meine Knie hier mehr Platz haben. Also mit 1,78 den Sitz einzustellen, so wie meine Größe, da hat man noch genügend Kniefreiheit. Die Füße passen auch schön unter den Vordersitz. Kopffreiheit habe ich hier mehr als genügend. Haltegriffe gibt es hier. USB-C-Anschlüsse und Luftausströmer haben wir hier in der Mittelkonsole. USB-C-Anschlüsse, wie gesagt, Adapter nicht vergessen. Durchreiche haben wir hier auch mit zwei Cup-Holdern. Sehr schön, wunderbar. Die Kindersitze können hier auf im Fond mit Isofix-Verankerungen an den Außenpositionen fixiert werden. Da haben wir eine Klappe, die den Haken vor Schmutz oder sonstigem schützt, ist gut zugänglich, wunderbar, fehlt sich nichts. Ich sitze auf einer sehr straffen gepolsterten Rückbank, sitze angenehm von der Lehnenneigung her. Die Kopfstütze lässt sich weit nach oben hinausziehen, da fehlt sich also nichts. Wir schauen nach vorne. Nehmen wir Platz hinter dem dick aufgepolsterten M-Sportlederlenkrad auf BMW Sportsitzen. Es gibt optional noch BMW M-Sportsitze. Die sind daran zu erkennen, die haben noch mal mehr Seitenhalt und sind dann tatsächlich mit einer Kopfstütze in der Rückenlehne integriert ausgestattet. Ich persönlich finde die hier etwas komfortabler sicherlich für den normalen Alltag. Muss man aber wahrscheinlich Probe sitzen, welcher Sitz einem persönlich besser gefällt. Die Einstellbarkeit hier vom Lenkrad in Höhe und Tiefe, das ist ein sehr weiter Verstellbereich. Da findet jeder sein Optimum an Sitzposition, ebenso beim Sitz. Der lässt sich nämlich auch mehrfaltig verstellen. Wir haben eine ausziehbare Schenkelauflage. Ich persönlich bin trotzdem der Meinung, für den einen oder anderen ist die Sitzfläche einfach zu kurz an sich. Der Sitz müsste insgesamt von der Sitzfläche etwas länger sein. Von der Breite her, ich bin sicherlich nicht der schmalste, aber da passt man wunderbar rein. Seitenführung auch sehr, sehr gut bei sportlicher Fahrweise. Von dem her sitze ich hier perfekt und deswegen schauen wir uns jetzt den Innenraum an. Zunächst einmal dick aufgepolstertes M-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten. Die Lenkradheizung findet sich übrigens hier. Sehr zu empfehlen für mich. Dann haben wir hier das BMW Live Cockpit Professional verbaut mit zwei digitalen Kombi, mit einem digitalen Kombi-Instrument und dem großen Mediabildschirm auf der rechten Seite. Dann haben wir hier noch das neue Klimabedienteil mit digitalen Anzeigen. Sehr schön aufgebaut, finde ich. Darunter haben wir dann die Favoritentasten, wo wir uns bestimmte Funktionen ablegen können. Finde ich auch ebenfalls sehr praktisch. Dann haben wir hier die Induktivladeschale für Smartphone, einen USB-A-Anschluss, einen 12-Volt-Anschluss, einen Aschenbecher, den es beim Raucherpaket gibt. Da drinnen liegt auch der Schlüssel. Dann hier in der Mittelkonsole den iDrive-Controller mit den Direktwahltasten. Wir haben eine elektronische Parkbremse, wir haben eine Auto-Hold-Funktion und wir haben hier natürlich noch die ganzen Fahrmodi, Sport, Komfort, Eco Pro. Startknopf haben wir hier den silbernen. Dann haben wir hier diesen, naja, ich persönlich mag ihn ja nicht sonderlich, diesen Automatik-Stick. Den könnte man einfach schöner machen, der ist einfach billig gemacht mit dem Kunststoff hier. Da wäre eine Lederversion irgendwie schöner für meine Begriffe, so wie es den beim M5 gibt. Start-Stopp können wir hier deaktivieren. Dann haben wir hier den Parkassistenten, den wir aktivieren können. Und, Entschuldigung, hier haben wir ESP aus, Parkassistent und Start-Stopp aus. Dann haben wir hier noch eine Mittelarmlehne, die wir öffnen können. Nicht in der Höhe verstellbar, da ist noch ein USB-C-Anschluss drinnen. Auch ganz praktisch. Hier sehen wir jetzt nochmal die Sportsitze mit dem Stoff Leder, was es ab Werk gibt. Eigentlich ganz hübsch persönlich, finde ich ganz gut. Ein bisschen kratzig der Stoff, aber gut, das können wir mal so lassen. Dann haben wir hier solche Kunststoff-Zierleisten, die tatsächlich hintergrundbeleuchtet sind als Ambientebeleuchtung. Dann haben wir hier noch so eine Doppelnaht oder so eine Naht hat man hier aufgezogen, damit das Ganze ein bisschen hochwertiger noch wirkt. Insgesamt sind die Materialien sehr, sehr gut gelungen. Deutliche Aufwertung gegenüber dem Vorgänger in jedem Fall,
warum man jetzt ein Lichtschaltzentrum hier einen schönen Drehregler rausgeworfen hat und jetzt nur noch Tasten drin hat, bleibt wohl ein Geheimnis der Entwickler. Wir haben hier noch ein kleines Ablagefach. Dann sehen wir hier den Tempomaten zur Bedienung. Wir haben keinen Abstandsregeltempomaten, sonst hätten wir hier noch zwei Tasten zusätzlich. Hier rechts die Bedienung für Telefon, Sprachsteuerung, Audio. Dann nochmal kurz das Infotainment-System oder kurz das Kombi-Instrument. Hier können wir dann mit dem Lenkstockhebel links können wir dann tatsächlich eben so ein paar einzelne Funktionen abrufen. Leider, und das finde ich ein bisschen doof, ist natürlich ebenfalls auch, dass wir jetzt hier das Kombi-Instrument so aufgeteilt haben. Diese Rundtuben kriegen wir nicht mehr her. Die Kartenausschnitt, den können wir uns anzeigen oder auch nicht. Mehr geht nicht. M135 steht immer da und der Drehzahlmesser geht entgegen des Uhrzeigersinns. Muss man mögen. Dann kurz nochmal hier aufs Infotainment-System. Das ist natürlich jetzt ein Touchscreen. Das ist ganz schick. Da können wir dann, voilà, normal reagiert der sehr gut. Da haben wir hier noch die Kacheln, die wir hier einstellen können. Oder aber hier diese Widgets können wir dann tatsächlich auch einstellen, wie wir sie denn haben wollen. Wir können das tauschen hier zum Beispiel und so weiter. Dann können wir eben hier swipen. Das ist alles ganz schick. Und wir haben hier auch dann die Karten. Wir können natürlich auf dem Screen auch zoomen. Das ist sehr gut gelöst. Und dann würde ich sagen, los geht's hier. Ortsausgang, wir drücken auf den Pinsel. Und ja, er sprintet ordentlich voran, der BMW M135i. Der 2 Liter Twin Turbo arbeitet richtig gut. Natürlich 326 PS schieben die Maschine hier kräftig voran, auch mit knapp 1600 Kilo Leergewicht. 4,8 Sekunden geht es auf ein Tempo 100, 250 km/h ist elektronisch begrenzt. Schluss. Ordentliche Werte, ganz klar, für so ein Auto in der Kompaktklasse. Blöd nur, dass der Vorgänger es besser konnte. Der hatte 3 Liter Sechszylinder unter der Haube, 340 PS und 500 Newtonmeter statt hier 450. 4,4 Sekunden hat es damals auf Tempo 100 gedauert und der Wagen war nur 25 Kilo schwerer. Vorsprung durch Technik? Fragezeichen. Ja, es ist vielleicht ein wenig effizienter, der Vierzylinder. Das muss man ihm lassen. Auf dem Papier sind es in rund 0,9 Liter Differenz. In der Praxis, hätte ich jetzt mal gesagt, spielt sich das auch in dieser Differenz ab, vielleicht 0,5 bis 1 Liter. Dafür hat der Sechszylinder einen ehrlichen Sound generiert. Hier macht das die Elektronik, denn es wird einem hier Sound generiert. Muss man mögen. Ich persönlich bin kein Freund von künstlich erzeugten Sounds. Übrigens, rotzen tut er tatsächlich nur beim Anlassen, warum auch immer. Im Fahrbetrieb, da müsst ihr den Antrieb schon extrem heiß fahren und die Abgasanlage. Hat der Sechszylinder auch besser gekonnt, für die, die es mögen. Ich persönlich bin kein Fan davon. Beim Fahrwerk hat sich BMW auch einen Tick zurückentwickelt. Das Fahrwerk hier, das M-Sportfahrwerk, was serienmäßig daherkommt, ist bockhart. Das war es vorher auch schon. Ich weiß nur nicht, aber gefühlt kann der kurze Stöße noch schlechter ab als der Vorgänger. Liegt sicherlich auch daran, dass natürlich mit dem X-Drive Allrad so ein bisschen die Lenkung noch mehr mit der Achse vorne so ein bisschen gekoppelt ist. Das heißt also, man fühlt hier noch ein paar mehr Schläge in der Lenkung, als man im Hinterradantrieb, den man ja beim M140i bekommen konnte, hatte. Ganz klare Geschichte, greift hier bitte zum adaptiven Fahrwerk, damit ihr noch einen ordentlichen Komfort im Alltag bekommt. Das ist eine klare Sache, eine Empfehlung meinerseits. Die Bremsanlage ist richtig gut. Die M-Sport-Bremsanlage, die ankert schön, hat einen guten Punkt. Da fehlt sich nichts. Ansprechverhalten vom Motor ist auch gut, dreht schön. Ja,
da fehlt sich nichts. Aber er ist einfach emotionslos. Und genau da liegt für meine Begriffe die Krux hier beim M135i. Die Emotionen sind verloren gegangen, auch beim Fahren. Die Lenkung ist direkt, vermittelt aber keinen ordentlichen Kontakt zur Straße. Das war auch schon mal besser bei BMW. Also ich weiß nicht warum, aber dieses BMW M-Performance-Modell ist für meine Begriffe hier leider ein echter Schritt zurück, liebe BMW-Ingenieure. €49.100 kostet der BMW M135 jetzt mittlerweile. Er ist günstiger geworden um €1.300 im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem BMW M140i. Natürlich muss man jetzt aber fragen, ist er jetzt eigentlich der bessere Wagen geworden oder nicht? In meinen Augen leider nicht. Der Wagen macht sicherlich in Qualität, also in der haptischen Anmutung, einen Schritt nach vorne, auch im Infotainment, im Innenraum. Die Platzverhältnisse sind ein bisschen besser geworden. Ja, also da gewinnt der BMW M135 gegenüber dem M140i auf alle Fälle. Aber im wichtigsten Punkt, was für BMW, für meine Begriffe, der essentiellste ist, im Antriebskapitel und im Fahren, da verliert er. Und genau da sehe ich jetzt auch das größte Problem, was auch die Fangemeinde zu Recht sieht. Der M135i bietet keinen echten Sound, sondern einfach nur einen künstlich erzeugten, vorgaukelnden Sound im Generator im Innenraum gegenüber dem ehrlichen Klang des reinen Sechszylinders zum Vorgänger. Der Vorgänger war auch deutlich schöner zu fahren, kraftvoller, hat einfach mehr Emotionen erweckt und ließ sich auch einfach noch mal ein bisschen dynamischer um die Ecke bewegen. Zudem gab es den Vorgänger auch eine gewisse Zeit lang als Handschaltgetriebe und als Hinterradantrieb. Für meine Begriffe somit leider ein Rückschritt. Die Frage ist, wie sieht es denn für euch aus? Ist der neue M135i für euch ein Fortschritt oder ist er tatsächlich ein Rückschritt? Lasst uns jetzt diskutieren, schreibt es unten in die Kommentare. Vergesst nicht, Kanal abonnieren und das Ganze liken, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.